must all cure ourselves of the entire cult of the Absolute. I've traced people like you. People with parasites in their brains. All the way here from Baldur's Gate. You may just be the godsend we've been praying for. Im Englischen gibt es den Ausdruck A Perfect Storm. Das beschreibt eine Situation, in der unterschiedliche Faktoren genau richtig zusammenkommen, um das perfekte Ergebnis zu erzeugen. Baldur's Gate 3 ist einer dieser perfekten Stürme, so wie es The Witcher 3 im Jahr 2015 oder Diablo 2 und das zweite Baldur's Gate zur Jahrtausendwende waren. Die Larian Studios, das Entwicklerteam hinter Baldur's Gate 3, haben sich in den letzten Jahren in die perfekte Position für dieses Spiel gebracht. Einer der wichtigsten Gründe dafür ist die Erfahrung, die das Studio mit den beiden Divinity Original Sin Rollenspielen gesammelt hat. Original Sin 2 gilt ja sogar schon als eines der besten Rollenspiele überhaupt und wird oft in einem Atemzug mit Baldur's Gate 2 genannt. Larian hatte hier bereits fantastisch erzählte Quests designt, vielseitige Rundenkämpfe abgeliefert und über Dutzende Stunden eine Qualität gehalten, die man sonst nur von viel kürzeren Spielen kennt oder die man in Open-World-Spielen meist nur zwischen etlichen To-Do-Listen aufblitzen sieht. Außerdem hat das Original Sin Duo den Entwicklern viel über die Gestaltung einer Spielwelt beigebracht, die ich aus der ISO-Perspektive erkunde. Larian konnte also auf sehr vertrautem Terrain loslegen und an den passenden Stellen optimieren, beispielsweise bei den Dialogen, für die die Kamera in Baldur's Gate 3 jetzt viel näher an die Figuren herangeht und sie uns eher im Stil von Mass Effect oder anderen Third-Person-Rollenspielen zeigt. Das sorgt für Immersion und wertet das Erleben der Figuren und ihrer Geschichten spürbar auf. In den entscheidenden Momenten bin ich jetzt einfach viel näher dran, kann Emotionen in den Gesichtern erkennen und dadurch viel besser mitfühlen, was unsere Heldentruppe durchmacht. You can try, but first you'll tell me what you know. Eine fantastische Ausgangsposition für die Entwicklung und sinnvolle Verbesserungen sind aber nur ein Teil des perfekten Sturms. Für das neue Rollenspiel kam noch eine ganz besondere Zutat in den Kochtopf. Die Marke Baldur's Gate. Eine der bekanntesten, erfolgreichsten und beliebtesten Rollenspielreihen, ein wahrer Klassiker. Für Baldur's Gate 3 arbeitet Larian eng mit Wizards of the Coast zusammen, den Machern von Dungeons & Dragons. Die aktuelle 5. Edition des Tabletop-Rollenspiels ist dann auch die Grundlage für das eindrucksvolle Mammutprojekt des belgischen Entwicklerstudios. Wizards of the Coast derweil bemüht sich seit einigen Jahren sehr, die Marke D&D noch bekannter und zugänglicher zu machen. Durch Stranger Things und den kürzlich erschienenen Dungeons & Dragons Kinofilm Honor Among Thieves ist das Rollenspiel so bekannt und beliebt wie nie. What is that again? It's an owl bear. Kein Wunder also, dass sich viele auf ein großes Videospiel innerhalb dieses Universums freuen. Und dann ist das auch noch ein Baldur's Gate-Spiel. Der perfekte Sturm halt. Seit 2020 ist der dritte Serienteil nun schon im Early Access spielbar und wurde seitdem mit 9 großen Updates erweitert. Am 3. August steht der Wechsel in die Vollversion an. Kurz vor Release wurden immer mehr kuriose Details aus den späteren Abschnitten des Spiels bekannt. Es gab die ersten Szenen aus der namensgebenden Stadt Baldur's Tor und spätestens da wurde klar, wie gigantisch Baldur's Gate 3 eigentlich wird. So gigantisch, dass andere Entwickler schon ein bisschen auf die Bremse treten. Xavier Nelson Jr., ein Indie-Entwickler, schrieb auf Twitter: Baldur's Gate 3 ist eine Anomalie, bitte erwartet nicht, dass wir jetzt alle so krasse Spiele machen. Dieser Tweet machte schnell die Runde, da Gaming-Größen wie Josh Sawyer, Studio-Design-Director von Obsidian, das sind die Pillars of Eternity-Macher, dem Tweet ebenfalls zustimmten. Und tatsächlich sind die Voraussetzungen für Baldur's Gate 3 wohl eher die Ausnahme statt die Regel in der Spieleindustrie. Hier arbeitet ein Studio, das auf jahrelange Erfahrung aus sehr ähnlichen Spielen zurückgreifen kann und das unabhängig von großen Publishern seinen ganz eigenen Weg geht. Auch weil der Erfolg der früheren Spiele für genug finanziellen Puffer sorgt. Ungewöhnlich ist auch die Veröffentlichung. Larian hat das Ende der Early Access Phase nämlich erst vor kurzem um 4 Wochen nach vorne verschoben. Ein bisschen schade für uns, denn so kam die Testversion viel zu knapp, um zum Release noch eine Wertung zu haben. Aber natürlich toll für alle, die ab Mittwoch gleich losspielen wollen. Die Speicherstände aus der Early Access Fassung werden nämlich nicht übernommen, man muss also von vorne beginnen. Dafür ist der erste Akt dann aber auch nochmal größer als in der Early Access Version und es gibt schon bei der Charaktererstellung viel mehr Optionen für meine Hauptfigur. Als ein großer Fan der Tabletop-Vorlage freue ich mich jedenfalls riesig und komme trotzdem schon ins Schwitzen. Denn laut Larian soll die Hauptkampagne zwischen 75 und 100 Stunden lang sein. 200 sogar, wenn man alles erleben will. Und das ist nur ein Durchlauf. Weil Baldur's Gate 3 aber auf jede noch so kleine Änderung reagiert, gibt es tausende Spielsituationen, die je nach gewähltem Volk, Hintergrundgeschichte, Partyzusammenstellung und bisherigen Entscheidungen ganz anders ablaufen kann.
Selbst mit demselben Charakter braucht man also etliche Durchläufe, wenn man wirklich, wirklich alles sehen will, was dieser Figur passieren kann. Sobald man dann aber ein anderes Volk wählt, kann es schon wieder zu ganz anderen Reaktionen kommen. Das wird also ein wahrer Zeitfresser und schon die Charaktererstellung für den ersten Durchgang will wohl überlegt sein. Aus 11 Völkern und 12 Klassen erstelle ich mir meinen eigenen Helden. Während die Klassen wie Kämpfer, Magier, Kleriker oder Schurke bestimmen, welche Fähigkeiten ich verwende, bestimmen die Völker meinen kulturellen Hintergrund. Menschen und Halblinge fallen in der Regel nicht groß auf, aber ein Halborg oder Tiefling sieht sich oft mit Vorurteilen konfrontiert. Statt eines eigenen Helden kann ich mir aber auch einen von 5 vorgefertigten Origin-Charakteren aussuchen, die alle ihre eigene komplexe Hintergrundgeschichte, eigene Charakterzüge und Ziele mitbringen. Erstelle ich mir hingegen eine eigene Figur, treffe ich die Origin-Charaktere später als Weggefährten, denn uns alle verbindet eine Sache. Wir haben einen gefährlichen Parasiten im Hirn, der uns langsam aber sicher in Gedankenschinder verwandelt. Gemeinsam machen wir uns auf die Suche nach einem Heilmittel. Wie genau wir das anstellen, das hängt ganz von uns ab. Bereits im Early Access gab es mehrere mögliche Wege, dieses kleine Biest zu entfernen. Oder es zumindest zu versuchen. Mehr zur Story verrate ich aber lieber nicht, die ist nämlich echt gut geschrieben. Charaktere sind mehr als nur eindimensionale Questgeber, NPCs, denen wir begegnen, haben eine eigene Geschichte, eigene Ziele und eigene Ängste. Und natürlich gilt das auch für meinen Parasiten. Die kleine Gehirnlarve verführt mich mit merkwürdigen Träumen und wenn ich mich auf den Eindringling einlasse, werden viele Würfelherausforderungen plötzlich kinderleicht. Das macht die Versuchung groß, mich vielleicht doch mit dem Kopfbesatzer zu arrangieren. Vielleicht nicht im ersten Durchlauf, aber mindestens im zweiten oder dritten. Alle Dialoge sind außerdem wieder voll auf Englisch vertont. Optional gibt es deutsche Untertitel. Why don't you take a closer look? I'll observe from back here. That looks terribly heavy. Why don't you let me carry it for you? Die Vollvertonung eines klassischen Rollenspiels gehört zwar seit der Enhanced Edition von Original Sin 1 zum guten Ton bei Larian, aber auch das ist eine Besonderheit. Die allermeisten CRPGs bieten das nicht. Schließlich gibt es oft hunderttausende Dialogzeilen. Bei Baldur's Gate 3 soll das Skript sogar rund 2 Millionen Zeilen lang sein. Die Erzählerin, also der Dungeon Master um genau zu sein, kommentiert zudem all unsere Handlungen ebenfalls mit einem Voice-Over. Dabei wird an so gut wie jede mögliche Interaktion gedacht. Wir sprechen mit Tieren, die lieber ein Mensch wären, oder rufen die Geister von Leichen zurück in ihre Körper, um herauszufinden, wer oder was sie getötet hat. Larian ist sich dabei bewusst, dass es viele Situationen geben wird, die nur ein Bruchteil der Spielenden jemals zu Gesicht bekommen. Doch genau das ist die Faszination an einem so interaktiven Spiel wie Baldur's Gate 3. Ich kann nicht nur alles Mögliche ausprobieren, das Spiel motiviert mich auch dazu, zu meinen Entscheidungen zu stehen. Denn aus allem entwickelt sich eine spannende Geschichte, die ich weiterverfolgen kann. Ich muss auch nicht den heroischen Prinz Charming spielen. Bricht mein Paladin seinen heiligen Eid, dann wechselt seine Subklasse zum Eidbrecher und ich habe auf einmal ganz neue Fähigkeiten. Die krassere Version davon ist der Origin-Charakter des Dark Urge, der nicht anders kann, als scheußliche Taten zu verrichten. Er verleitet mich als Spieler dazu, diesem dunklen Drang zu folgen und den Bösen zu spielen. Meine Taten beeinflussen auch die Beziehung zu meiner Gruppe. Vernachlässige ich die Bedürfnisse meiner Begleiter, werden sie sauer und verlassen mich sogar. You may as well suggest a wyvern bow to worms. Stelle ich mich gut mit ihnen, werden wir nicht nur Freunde, sondern sie lassen sich vielleicht sogar auf eine Romanze ein. Das baut sich dann ganz langsam auf und entwickelt sich durchaus auch in überraschende Bahnen. Wie das aussehen kann, hat Larian uns ja schon gezeigt. Auch im Kampf ist es mir überlassen, wie ich vorgehe. Alles niedermachen oder so vielen Kämpfen wie möglich ausweichen, sind da nur die Extreme. Mein Hauptcharakter im Early Access war ein Zauberer der wilden Magie. Bei ihm konnten die Zauber manchmal verrückte Nebeneffekte auslösen, einige davon sind harmlos, andere können mich und meine Gruppe in eine ganz schön missliche Lage bringen. In der Vollversion von Baldur's Gate 3 gibt's übrigens rund 600 mögliche Aktionen für meine Figur. Darunter zählen Zaubersprüche und Tricks, aber auch Optionen wie Sprünge, Schleichen und Spurten. Das heißt übrigens auch, dass ich im Early Access längst noch nicht alle Möglichkeiten gesehen habe. Klar, viele davon verursachen hauptsächlich Schaden, aber im Repertoire von D&D gibt es jede Menge Sprüche und Fähigkeiten, die tatsächlich neue Story- oder Gameplay-Lösungen ermöglichen. Beim Zauber Heiliges Gespräch beispielsweise kann der Zauberwirker seiner Gottheit 3 Fragen stellen, die sie klar mit Ja oder Nein beantwortet.
Ohne einen menschlichen Dungeon Master, der die Gottheit spielt, muss Baldur's Gate 3 mir als Spieler wohl einen vorgefertigten Fragenkatalog geben, mit dem ich arbeiten muss. Das wäre dann ähnlich wie der bereits im Spiel enthaltene Zauber mit Toten sprechen, der mir auch vorgefertigte Fragen gibt. Ob heiliges Gespräch tatsächlich im finalen Spiel enthalten ist, weiß ich nicht. Aber bei so vielen Optionen und beim regelrechten Wahnsinn, den die Larian Studios bei der Umsetzung von solchen Besonderheiten manchmal zeigen, will ich nichts ausschließen. Es gibt aber auch Limits, nämlich durch die Levelbegrenzung von Baldur's Gate 3. Wir können unsere Charaktere maximal auf Stufe 12 aufsteigen lassen. Damit entfallen also Zauber der Stufe 7, 8 und 9. Darunter fallen Sprüche wie Finger des Todes, der getötete Gegner in gehorsame Zombies verwandelt oder der berüchtigte Zauberwunsch, der alles, was der Spieler sich vorstellt, wahrmachen und ganze Realitäten verändern kann. So machtvolle Magie wäre wohl sogar für die Experten bei Larian eine Balancing-Herausforderung, der sie sich lieber nicht stellen wollen. Selbst mit dem Early Access im Rücken solltet ihr nicht damit rechnen, dass Baldur's Gate 3 zum vollen PC-Release am 3. August wirklich durchweg fehlerfrei ist. Dafür ist das Rollenspiel einfach zu komplex und wenn dann erstmal tausende Spieler durch die Quests düsen, werden sicher noch Probleme auftauchen, an die die Entwickler nicht mal in ihren kühnsten Träumen gedacht haben. Wobei ein gewisses Maß an Chaos und Unvorhersehbarkeit durchaus zur Designphilosophie von Larian gehört. Original Sin 2 Produzent David Walgrave erklärte mal in einem Interview mit PC Gamer, dass die Entwickler den Spielern durchaus aberwitzige Lösungen durchgehen lassen wollen. Wer also beispielsweise beim Einsatz von Zaubern oder Gegenständen in der Spielwelt ein bisschen über den Tellerrand blickt und eine Möglichkeit findet, sogar große Teile einer Quest auf kreative Weise zu überspringen, wird dafür nicht bestraft. Alles, was kein Bug ist, ist erlaubt, sagte Walgrave damals dazu, und dieser Gedanke gilt auch für Baldur's Gate 3. Als Barbar, der auf Magie pfeift und lieber mit seiner dicken Axt zuhaut, habe ich in einem weiteren Durchlauf übrigens meine eigene kleine kreative Kampfstrategie entwickelt. Ich habe das Muskelpaket einfach den Feind ergreifen lassen und ihn dann auf andere Gegner draufgeworfen. Dann lagen beide am Boden und der Rest meiner Gruppe hatte leichtes Spiel mit den Halunken. Manchmal ist es allerdings noch etwas unklar, wieso ein Kampf überhaupt ausbricht. Da will ich eigentlich nur helfen, doch anscheinend gefällt den Leuten hier meine Methode nicht. Dabei kommt doch niemand zu Schaden. Bei sowas lade ich dann doch neu, da ich einfach nicht weiß, was gerade los ist und ich hoffnungslos in der Unterzahl bin. Situationen wie diese sollten im fertigen Spiel nicht mehr so häufig auftreten. Bei allen Taten und Entscheidungen ist aber stets klar, warum ich erfolgreich bin oder scheitere. Wie bei Dungeons & Dragons basieren Aktionen in Baldur's Gate 3 auf einem Würfelwurf, zu dem ich verschiedene Modifikatoren dazu rechne. Da der Wurf und die Zielzahl so offen gezeigt werden, fühle ich mich nie, als würde das Spiel schummeln. D&D-Veteranen fühlen sich direkt zu Hause, andere lernen das Prinzip wahrscheinlich sehr schnell. Dass sich Larian überhaupt für eine Early Access Phase entschieden hat, ist außergewöhnlich. So storylastige Rollenspiele sind nun wirklich nicht das typische Genre für die Inkubationskammer auf Steam. Doch statt einem Beta-Test mit Einstiegshürde haben Spielende bei Baldur's Gate 3 tatsächlich etwas bekommen, das zwar gerade zu Beginn noch unausgereift war, doch schon erkennen ließ, wie das fertige Spiel einmal aussehen würde. Außerdem hatten die Entwickler ja schon bei Original Sin gute Erfahrungen mit dem Early Access gemacht. Larian ging oft auf das Feedback der Community ein und schrieb sogar einen der Hauptcharaktere in Baldur's Gate 3, den Hexenmeister Will, nochmal komplett um. Das bedeutete zwar viel zusätzliche Arbeit, aber als Early Access-Spieler fühle ich mich gehört. Allerdings war die Entwicklung von Baldur's Gate 3 bei Larian Studios kein Selbstläufer. Als die Entwickler vor einigen Jahren bei Wizards of the Coast mit der Idee zur namensträchtigen Fortsetzung anklopften, kassierten sie erstmal eine Abfuhr. Das Blatt wendete sich erst nach dem Erfolg von Original Sin 2. Dann waren es plötzlich die Lizenzinhaber selbst, die bei Larian CEO Sven Winke auf der Matte standen und das Studio für Baldur's Gate 3 beauftragten. Eine der auffälligsten Änderungen zu den alten Baldur's Gate Spielen, mal von der neuen 3D-Grafik abgesehen, ist das rundenbasierte Kampfsystem. Das hat natürlich gleich zur Ankündigung für Diskussionen gesorgt, aber Larian hat halt viel mehr Erfahrung mit diesem Gameplay und kann damit das Regelwerk der 5. Edition von Dungeons & Dragons sehr treu umsetzen. Der Early Access hat bisher übrigens auch kaum Referenzen zu den originalen Spielen gezogen. Kein Wunder, die Story spielt ja schließlich rund 100 Jahre nach den Ereignissen von Baldur's Gate 2. Trotzdem wird man auch einige der alten Begleiter treffen, zu viel will ich hier aber nicht spoilern. He's not the kind of man who takes kindly to captivity. Und dann ist da ja auch noch die gewaltige Stadt Baldur's Tor selbst, auf die schon in den Early Access Gebieten oft hingeteasert wurde.
Viele Figuren, denen ich begegne, sagen etwa Sätze wie: Wir sehen uns dann in Baldur's Gate. Besuch meinen Laden in Baldur's Gate, dann bekommst du ein Dankeschön. Oder: Ich muss nach Baldur's Gate, um meine Quest zu erfüllen. Ich habe also schon, bevor ich die Stadt erreiche, eine kleine To-Do-Liste an Orten und Figuren, die ich unbedingt mal abklappern sollte und die die eine oder andere Belohnung versprechen. Baldur's Tor kann ich dabei komplett frei erkunden und die Stadt ist in mehrere Bezirke aufgeteilt. Ich kann sogar die Häuser betreten und mit jedem NPC sprechen. Allein in der lebendigen Metropole kann ich also etliche Stunden verbringen. Kein Wunder, schließlich deckten die Inhalte der Early Access Version mit dem ersten Story Act laut Larian Studios gerade mal 20% der erkundbaren Spielwelt ab. Baldur's Gate 3 ist also ein gewaltiges Spiel. Trotzdem gilt es, einige aktuelle Schlagzeilen mit ein bisschen Skepsis zu betrachten. Die 17.000 möglichen Enden, von denen da mal die Rede war, sind natürlich in erster Linie ein Marketing-Gag. Das werden nicht völlig unterschiedliche Abschlüsse sein, sondern winzige Variationen von einigen wenigen Endszenarien, bei denen mal der eine, mal der andere Begleiter an meiner Seite steht. Und doch zittern andere Entwickler jetzt schon, ohne das fertige Spiel überhaupt gesehen zu haben. Im Internet wird Baldur's Gate 3 als eine Anomalie bezeichnet und einzelne Spieleentwickler bitten um Rücksichtnahme, dass nicht alle zukünftigen Games so toll sein können, wie dieses Ausnahmerollenspiel es vormacht. Aber ist das wirklich wahr? Könnten nicht auch andere Studios mit ähnlich viel Erfahrung ein Spiel vom Kaliber eines Baldur's Gate 3 machen? Ich denke da an Studios wie Obsidian, In Exile Entertainment, BioWare und natürlich CD Projekt Red. Bei allen Studios ist oder war zumindest mal genug Genre-Erfahrung vorhanden. Vielleicht wäre Baldur's Gate 3 dann kein so klassisches Party-Rollenspiel aus der ISO-Ansicht, sondern vielleicht eher ein Third-Person-Spiel geworden. Aber zurück zur vermeintlichen Anomalie Baldur's Gate 3 im Jahr 2023. In der Theorie müsste das Spiel keine Anomalie sein, in der Praxis sieht es aber leider ganz danach aus. Mit seinem Dauerfeuer aus hochwertiger Questqualität, dem Fokus auf Story und Entscheidungen sowie den eindrucksvoll vielen Möglichkeiten, sinnvoll mit der Spielwelt zu interagieren, wird Baldur's Gate 3 wohl eine Ausnahmeerscheinung bleiben und vielleicht am Ende sogar das Rollenspiel des Jahrzehnts sein, so wie es The Witcher 3 in den 2010er Jahren war. Nur, dass ich Baldur's Gate 3 sogar komplett im Koop erleben kann, was zu ganz neuen Stories führt. Mit etwas Glück wird Baldur's Gate 3 die Spieleentwicklung der nächsten Jahre positiv beeinflussen, vielleicht sogar ein neues Bewusstsein für Qualität schaffen und damit dem To-Do-Listen-Trend vieler anderer Spiele entgegentreten. Und der Erfolg von Baldur's Gate 3 könnte auch helfen, die Angst vor dem Early-Access-Konzept bei großen Produktionen abzubauen. Gerade bei eher geradlinigen Spielen mit Fokus auf Story und Singleplayer. Da schrecken viele Publisher noch immer vor der doppelten Marketingbelastung durch den Early Access Release und später durch die Version 1.0 Veröffentlichung zurück. Zumal echter Early Access auch nicht gerade gut mit den derzeit leider sehr beliebten Vorbestellertricks zusammenpassen. Dass wir Spiele wie Starfield, Remnant 2 oder Diablo 4 ein paar Tage vor dem normalen Release für einen Aufpreis schon spielen können, war eigentlich nicht die Idee hinter Early Access. Larian Studios nutzen den richtigen Early Access hingegen, um transparent zu zeigen, woran sie gerade arbeiten. Sie kommunizieren mit ihrer Spielerschaft, um gemeinsam das bestmögliche Ergebnis zu erreichen. Ein ähnlicher Early Access hätte so manch einem großen Studio den Launch ihres Spiels erleichtert. Klar, es besteht immer das Risiko, dass Leuten das Spiel nicht gefällt und Investoren abspringen. Aber Spiele wie Fallout 76 oder Anthem hätten massiv davon profitiert, wären sie durch die Community früher auf Fehlentscheidungen im Game Design aufmerksam gemacht worden. Baldur's Gate 3 ist also sowohl eine Anomalie als auch die neue Messlatte für Rollenspiele. Ein Fixpunkt, an dem sich andere Studios orientieren können, selbst wenn sie ihn nicht erreichen werden. Denn so gute Voraussetzungen wie bei der Entwicklung von Baldur's Gate 3 gibt es selten, das muss man fairerweise anerkennen. Perfekter Sturm und so. Das heißt aber nicht, dass andere Firmen nicht versuchen sollten, ähnliche Voraussetzungen zu schaffen, besonders wenn sie in der obersten Liga mitspielen wollen. Bis es jedoch soweit ist, bleibt Baldur's Gate 3 ein Ausnahmespiel, ähnlich wie The Witcher 3. My, this place is fun.